Ewa. So, heute mal ein komplett anderes Video. Es geht um eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Es geht um Luisa. Ich habe gestern gesehen, dass sie bedrückt war und ich habe sie gefragt, was los ist. Und sie hat mir eine Sache erzählt, die mich sehr schockiert hat, Wallah. Sie hat mir erzählt, dass sie ihre alten Freundinnen getroffen hat und irgendeine von denen hat auf sie gezeigt, irgendwas über ihr Rucksack gesagt und die anderen haben angefangen zu lachen. So. Ihr wisst doch, Luisa ist manchmal entspannt unterwegs. Sie war mit so einem 20-Euro-Rucksack unterwegs. Was ich mir jetzt denke ist, was denkt ihr über Luisa, ja? Denkt ihr, sie ist ein Kind? Denkt ihr, sie kann nicht, nur weil sie nicht so materiell rumrennt? Den Wert, den Luisa hat, den kann man nicht mit materiellen Sachen bestimmen. Kann man nicht. Das kann man nicht. Ich habe diese Frau nicht umsonst geheiratet. Sie hat ihr Wert bei mir, den könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Mich fragt es ab, dass es so eine materielle Welt gibt. Guck mal, wenn Leute gerne sich Louis Vuitton, Gucci und sonst was kaufen, weil sie dadurch glücklich sind, dann sollen die das machen. Ich habe nichts dagegen. Aber denkt nicht, ihr dürft euch über andere Menschen stellen, weil sie weniger haben oder scheinen weniger zu haben. So. Und für die Leute, die uns kennen, ihr wisst ganz genau, wir sind keine Menschen, die profilieren mit den Sachen, die wir uns kaufen oder so. So, Alhamdulillah, uns geht's jetzt gut. Es ging uns nicht so gut. Aber diese Phase, wo wir nichts hatten, hat uns zusammengeschweißt. Wir haben ein neues Auto gekauft, wir haben niemandem davon erzählt. Warum auch? Warum auch? Wallah. Zum Beispiel das Geld, was wir verdienen, wir geben es für Familie aus. Wir gucken, dass wir Leuten helfen. Wir gucken, dass wir uns schöne Momente damit machen. Wir gucken, dass wir das Geld investieren, um unsere Community glücklich zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? So, wir werden uns auch nie ändern, inshallah. So. Das liegt natürlich bei Gott, aber ich weiß, wie wir sind. Und ich kenne Luisas Herz. Noch eine Sache zu Luisa, ja, damit ihr das mal kapiert. Luisa, ja, könnte sich von meiner Seite aus alles kaufen, was sie will. Dieses Mädchen saß neben mir in der Bahn, sie saß neben mir im Opel, sie sitzt jetzt neben mir in unserem neuen Auto und sie würde neben mir sitzen, wenn wir alles verlieren. Aber darauf will ich nicht weiter eingehen. Heute geht es um eine komplett andere Sache, weil die Welt ja so materialistisch ist. Habe ich ein bisschen Geld abgehoben. Jetzt gehen wir schön ins KDW, Luisa weiß noch nichts davon. Und wir werden hier ein paar schöne, teure Sachen kaufen, damit diese Mädchen, die sie ausgelacht haben für den 20-Euro-Rucksack, schön platzen. Und ja, das wird jetzt die Aufgabe sein. Auch wenn Luisa diese Taschen nie tragen wird, lassen wir das als Dekoration im Schrank lag, selbst wenn diese Taschen staubig werden. Das ist jetzt die Sache, die wir machen werden und yalla, komm mit. Ey, ich hab keine Ahnung, was Frauen tragen, ja? Was soll ich machen jetzt? Das Ding ist, wenn ich Luisa jetzt frage, wird sie sagen, ich will nichts. Ey, was kostet die? Ey, wa. Alles für mein Pferde. Dankeschön. Okay, Leute, wir haben jetzt die Tasche, aber diese Sache, die sie mir erzählt hat, sitzt immer noch in mir drin. Holen wir noch ein Portemonnaie, oder? Ja, ne. Ey, wa. 330. Okay, dann nehme ich das auch. Ey, wa. Okay, Leute, wir haben jetzt noch ein kleines Portemonnaie geholt, so einen Kartenhalter. Irgendwie ist diese Geschichte von gestern immer noch da, ja. Schuhe? Schuhe gehen auch noch, oder? Schuhe gehen auch noch für Luisa, komm. Ey, wa. Die sind 750. 750? Ja. Okay, ich nehme die. Ist du mit der Rosa, ja? Nein, normal so, weil sie die beste ist. Ach so, okay. Fertig. Merkt euch das für die Zukunft. Für jedes Mal, wo man Luisa runtermacht oder schlecht dasteht, werde ich noch besser zu ihr sein. Kannst du reinschmeißen, Schwester? Kannst du reinschmeißen? Ey, wa. Ey, wa. Okay, Leute, wir sind noch nicht fertig. Kommen wir jetzt aber wirklich zu Sachen, über die sich Luisa wirklich freut und nicht so eine etipetete Scheiße. Darüber wird sie sich auch freuen, wegen dem Gedanken dahinter, warum ich das mache. Aber ich weiß, dass sie sich mehr über sowas freut als über sowas. Also, wir holen ihr ein paar Blumen, komm mit. Einfach alle roten, bitte. Alle roten. Ja. Ey, wa. So, Leute. Der Moment ist gekommen. Let's go. Hey, wa. Komm, wir zeigen dir, was wir gekocht haben. Okay, zeig her, was du da hast. Hey, was ist das alles? Das erste ist eine Nagelschere.
Nein, Spaß, ein kleines Portemonnaie. Warum holst du mir so eins? Normalerweise verdient das. Wallah, ich werde das hier drin lassen und verstauen. Das ist doch nicht zum Verstauen, da benutzt das. Egal, ich mach AOK-Karte, Ausweis. Mach alles, was du an Karten hast, rein. Mach Spielkarten. Wenn du Fußballkarten hast, mach die da rein. Ist kein Problem. Hauptsache, du benutzt das. Ey, dann habe ich dir Schuhe gekauft. Warum? Ich habe doch Schuhe. Die sind voll teuer. Die sind nicht teuer. Nicht mal einen Cent habe ich bezahlt dafür. Sponsoring. Ahmad Balenciaga hat mir die klar gemacht. Probier direkt an. Mal sehen. Leute, ist sie Cinderella oder ist sie nicht Cinderella? Yalla. Und, ist sie Cinderella? Ist sie Cinderella? Natürlich bin ich Cinderella. Lag, bist du Cinderella? Du machst mir Stress, ich schwitze schon. Like Ahla Cinderella. So schön. Gefällt dir, ja? Ja. Eine aber Sache den haben werde noch. Ich nur ganz selten tragen. Like, trag, Wallah, mach mit den Sport und geh joggen mit Mutter von diesen Schuhen. Ey, okay, eine Sache haben wir noch. Noch eine Sache? Eine Sache haben wir noch. Diese Sache haben wir von Mustafa Dior bekommen. Auch umsonst. Nein, da musste ich 20 Euro bezahlen. Gefällt dir? Ja. Ich habe extra so geholt, dass da nichts draufsteht. Damit, wenn du wieder an diese Mädchen vorbeiläufst, die nicht sehen, welche Marke das ist. Ey, wa. Habibti Luisa, ja. Dankeschön, Alter. Wallah, nicht dafür. Aber ich weiß nicht, wie ich es kombinieren soll. Kombinier mal, kombinier, mach was du willst. Wallah, wenn du willst, leg da Nudeln rein, mir ist egal. Dankeschön. Habibti, Wallah. Wallah musst du nicht sein, du weißt selber. Doch, musst du sein, glaub ich. Wallah, über die Blumen freue ich mich immer noch am meisten. Ey, wa. Okay Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich damit sagen wollte. Nochmal, nicht falsch verstehen. Wenn euch was gefällt, egal wie teuer, egal welche Marke und es euch glücklich macht, dann sollte jeder Mensch sich das holen, was ihn glücklich macht. Aber keiner hat das Recht, sich über einen anderen Menschen zu stellen, nur weil er denkt, er ist was Besseres oder er hat mehr. So, das ist die Message, die ich euch einfach damit erklären wollte. Ich wollte mir meinen Seelenfrieden holen, dafür, dass irgendwelche Kinder meine Frau auslachen. So. Und ja, fertig, Leute. Ich hoffe, die Message ist angekommen. Hey, wa. Well.